Gestern Abend hat ein 17-jähriger afghanischer Flüchtling in einem Zug in der Nähe von Würzburg Mitreisende mit einer Axt und einem Messer angegriffen. Es gab Schwerverletzte. Drei Menschen ringen noch immer mit dem Tod. Ein islamistischer Hintergrund wird vermutet. Der Angreifer flüchtete nach dem Nothalt des Zuges und wurde anschließend nach mehreren Warnschüssen von der Polizei erschossen. Je suis Charlie, je suis Paris, je suis Brüssel, je suis Nizza, je suis Würzburg. Ich kann es nicht mehr hören. Sentimentales Geschwätz, ohne den Anspruch, irgendetwas ändern zu wollen. Dazu irgendwelche inhaltsleeren Beileidsbekundungen von phrasendreschenden Politikerdarstellern, die Terror und Gewalt nichts Praktisches entgegensetzen wollen. Stattdessen wird das Gegenteil gemacht. Es werden Waffengesetze verschärft, obwohl die letzten Anschläge gezeigt haben, die Tatmittel spielen keine Rolle. Auch mit einem beschissenen LKW lässt sich ein Massenmord begehen und Äxte und Messer finden sich in jedem verfickten Haushalt. Selbst aus der eigenen Pisse lässt sich Sprengstoff herstellen und das ist kein Witz. Die Politiker führen euch wissentlich zur Schlachtbank, indem sie euch wehrlos halten. Es reicht mir. Wir brauchen endlich die Möglichkeit, uns effektiv selbst zu schützen, denn der Staat kann es einfach nicht immer, schlichtweg, weil er nicht ständig vor Ort sein kann. Ich möchte eine Waffe führen dürfen, denn ein Polizist im Holster, das geht wohl schlecht. Aber nicht nur, dass euch der Staat nicht zutraut, dass ihr eure persönliche Sicherheit in Ausnahmesituationen nicht auch selbst regeln könnt, nein, manche Politiker und Pressevertreter neigen sogar zu einer Täter-Opfer-Umkehr. So twitterte Renate Künast zu dem Vorfall in Würzburg. Tragisch und wir hoffen für die Verletzten. Wieso konnte der Angreifer nicht angriffsunfähig geschossen werden? Fragen. Und auch der Millionenerbe und salonbolschewistische Anscheinsjournalist Jakob Augstein twitterte aus seinem Palast. Erst Viernheim, jetzt Würzburg. Warum fasst die Polizei solche Täter nicht lebend? Gerechtigkeit entsteht vor Gericht, nicht durch Erschießen. Wie kann man so denken? Wie kann man den Täter zum Opfer verklären? Der Täter hat wissentlich in Kauf genommen, dass Menschen durch seine Taten getötet werden und Messer und Äxte sind scheißgefährliche Waffen. Was soll die Polizei machen, wenn sich der Täter nicht auf ein Glas Milch einladen lässt oder auf die Beamten losgeht? Sollen die sich abstechen lassen? Und leider gibt es ja genug Leute, die am Anfang der normal verteilten Intelligenzkurve stehen und diesen Mist der Bürostuhltaktiker auch noch glauben und unterstützen. Guckt euch hier mal so ein paar Tweets an. Mir geht diese Gutmenschen-Scheiße hier in Deutschland sowas von auf den Sack. Nicht nur wir Bürger sollen vor kriminellen Gewalttätern und Terroristen kuschen, sondern auch noch die Polizei, damit die Grünen und Linken dieser Republik weiter ruhig schlafen können. Eigenschutz geht vor Täterschutz. Immer. Ich habe da in der jüngeren Vergangenheit mal ein Video zugemacht. Macht doch einfach mal einen Realitätscheck, ihr Spinner. Link in der Beschreibung. Ach, und falls man mir im Video angemerkt hat, dass ich not amused bin, sorry, aber ich bin not amused. Denn mir geht die Sicherheit meiner Mitmenschen im Gegensatz zu irgendwelchen Politikern nicht vollends am Arsch vorbei. Ciao. PS, nutzt bitte legale Defensivmittel und bereitet euch auf solche Vorfälle vor, um euch im Notfall verteidigen oder anderen helfen zu können. Danke.